Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, wie ihr wisst, ich bin ja Apple-Liebhaber bzw. ja auch iPhone-Jünger seit ja, fast der Startstunde bzw. der Geburtsstunde. Und ich habe jetzt ein neues geholt und zwar das iPhone 14 Pro in Schwarz mit 256 GB. Das werden wir uns jetzt zusammen anschauen und natürlich auch unboxen. So, hier haben wir es jetzt, die Verpackung iPhone 14 Pro, das normale, nicht das Max. Und ja, schauen wir mal die kurze Verpackung an. Wieder wie Apple gewohnt ist hier so eine Erhebung und den Hauptunterschied der vorigen Generation oder viele vorigen Generationen ist, hier haben wir nicht mehr die Face ID-Ausbuchtung, sondern dieses Dynamic Island. Und ja, was ist hier noch auf der Verpackung? iPhone steht hier. Hier haben wir dann noch diverseste Beschreibungen. iPhone, Apfel. Vergleichen wir es kurz mit den anderen Verpackungen. Ich habe jetzt hier noch mein iPhone 12 Pro. Da ist auch so, dass einfach damals nur mehr ein Kabel drinnen war und die Apple-Sticker, keine Kopfhörer mehr und kein Netzteil mehr. Ja, das ist jetzt das iPhone 12 Pro, die Verpackung. Und als Vergleich hätte ich hier noch ein 11er und hier sieht man halt dann schon wirklich schön, eigentlich doppelt so dick die Verpackung damals. Aber hier war noch ein Netzteil drin und natürlich auch die Kopfhörer. Aber um die geht es jetzt nicht. Es geht um die neuen iPhones. So, machen wir das Ganze mal auf. Hier auf der Rückseite gibt es so ein Öffnungsband. Das werden wir mal machen. Hier haben wir eine richtig fette Ausbuchtung und hier sehen wir auch jetzt schon das Kameramodul. Das ist wirklich fett. Wenn man jetzt im Vergleich jetzt dazu das 12 Pro dazulegt, sind das eigentlich kleine Kameramodule und hier haben wir richtig fette Kameramodule. Aber wir schauen natürlich weiter, was ist hier noch alles drin. Heben wir es mal an. Hier ist dann natürlich wieder die Schutzfolie, wieder aus Papier gehalten. Hier diverseste Anleitungen bzw. auch der SIM-Connector. Das ist jetzt in Amerika nicht mehr so. Und natürlich Apple-Sticker sind hier auch wieder drin. Und altbewährt Lightning auf USB-C. Jetzt kommt natürlich das Schönste, was ich überhaupt immer am meisten liebe, wenn ich ein iPhone unboxe, ist, wenn ich die Schutzfolie runterziehe und hier ist sie. Wenn man es jetzt nicht weiß, dass es das 14 Pro ist, sieht man es auch gar nicht, weil das Display komplett schwarz ist. Man sieht nur, wenn man es ganz leicht jetzt in die Spiegelung haltet, dass hier die Öffnungen sind, beziehungsweise die Frontkamera und die Face ID, aber auf der Rückseite fällt es halt extrem auf, weil das sind richtig, richtig dicke Kameramodule bzw. Kameralinsen. Schalten wir das Ganze mal ein, das Apple-Logo wie immer. Und man merkt jetzt schon, dieses Kameramodul ist so dick, dass ich jetzt wirklich so ein richtiges, richtige Kante drin habe. Beim 12er war das noch nicht so extrem, aber hier ist es jetzt wirklich extrem. Hello! Und hier sehen wir schon Dynamic Island. Hier oben ist es. Mal raufwischen. Wir nehmen natürlich Deutsch. Sprache wird eingestellt. Und Schnellstart. Manuell konfigurieren. So, und hier haben wir jetzt die Übertragungsdaten. Natürlich machen wir das nicht aus der iCloud Backup, sondern vom iPhone übertragen. Das ist jetzt ziemlich das Coolste. So, wie ihr seht, jetzt wird das Ganze für mich konfiguriert. So, und wenn wir damit mit dem Prozess fertig sind, sehen wir uns bzw. hören wir uns gleich wieder. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Eine Minute bis zur Übertragung. Hat jetzt circa eine halbe Stunde gedauert. Ich weiß gar nicht, an was das liegt. Warum eigentlich die Übertragung ab und zu so lange dauert oder nicht. Ob es jetzt an der internen Verbindung vom iPhone liegt oder halt vom WLAN, müsste man irgendwann mal sagen, vielleicht wisst ihr es hier, schreibt es mir auf jeden Fall unten rein, wenn ihr das wisst. Ja, gleich haben wir es geschafft, mein iPhone 12 Pro auf iPhone 14 Pro. Warum habe ich das 13 eigentlich ausgelassen? Ja, das ist jetzt eine wichtige Frage, weil ich eigentlich den Mehrwert vom 13er nicht gewusst habe, weil das eigentlich fast identisch ist und eigentlich immer normalerweise jedes Jahr geupdatet habe, aber dieses Mal war es so, der Akku war noch über 90% beim iPhone 12 Pro und darum habe ich gesagt, okay, ich probiere es einfach, wie weit ich komme, zur Not hole ich mal das 13 Pro noch, aber es ist sich trotzdem ausgegangen mit dem Akku und ich glaube, jetzt habe ich noch so um die 85% Lebensdauer von Batterie beim iPhone 12 Pro und ja, nach 2 Jahren kann man ruhig einmal updaten. Ja, da ist jetzt die Übertragung auf jeden Fall. Ja, was sind überhaupt die Highlights vom iPhone 14 Pro? Ja, wie gesagt, die Dynamic Island, das soll halt jetzt überhaupt sehr interaktiv sein. Viele sagen ja, das Face ID-Fenster war früher immer irgendwie ein Bug. Jetzt haben wir aber, ja, not a bug, is a feature, heißt jetzt immer so im Sprachgebrauch. Das ist halt jetzt neu und das Wichtigste ist jetzt Rückseite, 48 Megapixel Kamera haben wir jetzt, aber das wird halt so gemacht,
die Grundeinstellung nutzt man halt nur die 12 Megapixel, weil halt dann die 48 Megapixel, 4 Pixel werden dann zu einem Pixel. Aber wenn man jetzt zum Beispiel auf HDR oder RAW und so weiter geht, dann nutzt man halt die 48 Megapixel aus. Natürlich funktioniert das aber nur, wenn man dann auch mehr als 128 GB speichert. Das ist bei mir jetzt nicht das Problem, ich habe 256, aber es sollte sich auf jeden Fall ausgehen. Ja, wir haben jetzt noch immer eine Minute. Effektiv dauert es jetzt schon länger als eine Minute. Die Zeitrechnung stimmt auch nicht immer. Ja, was ist noch neu? Wie gesagt, Kamera, Dynamic Island. Und was auf jeden Fall jetzt für mich sehr interessant ist, beziehungsweise einfach zur Sicherheit, ist dieser SOS Crash Connector, beziehungsweise diese Geschichte, wo halt dann irgendwelche G-Kräfte erzeugt werden und das iPhone das erkennt, dass ein schwerer Unfall passiert ist oder halt irgendein anderer Hochgeschwindigkeitsaufprall passiert ist. Und dann würde jetzt, sollte ich nicht bei Bewusstsein sein, das iPhone den Notruf wählen, beziehungsweise gleich die Rettungskräfte oder die Rettungskette in Gang setzen und mit meiner Verortung halt dann zu der Einsatzstelle bzw. Unfallstelle kommen. Ja, was hat mich noch bewegt, aufs iPhone 14 Pro zu gehen und nicht aufs 14er, ist der Unterschied zwischen dem iPhone 14 und dem iPhone 13 Pro zum Beispiel oder 13 ist eigentlich der gleiche Prozessor. Ich habe eigentlich nicht den Mehrwert und zahle eigentlich mehr im Verhältnis jetzt von der ganzen anderen Geschichte. Darum habe ich den Mehrwert nicht gefunden und darum ist es auch das Pro geworden bei mir. Jetzt in schwarz mit 256 GB. Ja, aber wir warten jetzt noch immer sehnsüchtig auf die Datenübertragung. Ich glaube, es dauert jetzt schon 3 Minuten, die eine Minute. Das erinnert mich ein bisschen immer an die Waschmaschine. Es steht meistens dann immer noch 5 Minuten. Wenn man dann nochmal schaut, nach 5 Minuten steht dann auf einmal 7 Minuten. Ja, die Technik bzw. die Elektronik, die kennt die Zeit nicht. So, und die gefüllten 5 Minuten, wo nur mehr eine Minute gestanden ist, sind erledigt, Übertragung beendet. Deine Daten wurden auf ein anderes iPhone übertragen. Zum Aktualisieren nach oben streichen, machen wir. Jetzt muss ich natürlich den Code eingeben. Und hier haben wir es jetzt schon, das Apple-Logo. Schauen wir, was jetzt noch passiert. Jetzt kommt natürlich wieder dieser lange Ladebalken. Schauen wir, wie lange der dauert. So, hier haben wir es jetzt fertig. Hat fast über eine halbe Stunde gedauert, das Übertragen. Ja, hier sehen wir schon, ich muss hier noch alle möglichen Apps runterladen, beziehungsweise die E-Mails werden gerade nach und nach abgerufen. Ich verstehe nicht, warum über 1000 E-Mails zum Abrufen sind. Ja, hier haben wir dann noch die neuesten Apps, beziehungsweise die, was ich nicht oben gehabt habe von Apple, die kommen natürlich wieder drauf. Ja, das soll jetzt einmal der erste Eindruck sein. Ich mache auf jeden Fall jetzt noch ein Foto. Dann machen wir einfach so ein Foto. Schauen wir mal. So. Quasi ein Live-Foto. Ja, das soll es aber jetzt endgültig gewesen sein mit diesem Video. Das war jetzt das kurze Unboxing vom iPhone 14 Pro in schwarz, 256 GB. Ich werde mir natürlich jetzt noch eine Hülle dazu holen und natürlich eine Panzerglasfolie, die gehört natürlich auch immer wieder dazu. Das Einzige, was wir uns jetzt noch zusammen anschauen, ist diese Dynamic Island. Und was können wir dazu am besten machen? Einen Timer stellen, oder? Das heißt, wir werden jetzt einen Timer stellen, Start drücken und wenn wir jetzt hochwischen, sieht man jetzt auch schön den Timer, das heißt, hier sieht man laufen und hier die Zeit und es ist eigentlich eine schöne Interaktion, das Ganze. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Ja, was sagt ihr zum iPhone 14 oder beziehungsweise 14 Pro? Schreibt es uns unten in die Kommentare, lasst uns ein bisschen drüber quatschen. Ja, der Preis ist halt sehr happig beim iPhone 14. Fangen wir bei 1000 Euro an, beim iPhone 14 Pro fangen wir schon bei 1300 Euro an. Aber ja, es geht natürlich noch viel, viel weiter, weil man kann bis zu 1 TB Speicher machen, dann sind wir jenseits von die 2000, aber das wird dann, glaube ich, schon uninteressant, außer halt für professionelle Filmer. Der ausführliche Test, beziehungsweise was das iPhone alles kann, schauen wir uns natürlich noch in Ruhe an. Das soll es auf jeden Fall jetzt endgültig gewesen sein mit diesem Video. Ich sage auf jeden Fall wieder danke fürs freundliche Zusehen, über ein Däumchen nach oben und natürlich ein Abo würde mich sehr freuen. Und darum bis zum nächsten Mal, YouTube. Ciao, Baba.